Hochverehrte königliche Hoheit, Prinz Ludwig von Bayern. Jetzt kommen wir zum Höhepunkt des heutigen Tages, wo ich mich schon die ganze Zeit darauf freue. Und nun stelle ich unseren neuen Regenten vor. Ich begrüße nun unseren neuen Landesschützenkönig mit dem Luftgewehr, Herr Florian Retzer vom Schützenverein Eichenlaub Tansau mit einem 8,0-Teiler. Und auf! Der Jugend gehört die Zukunft. Ich begrüße unseren neuen Landesjugendkönig Johannes Sperlich von dem Magnusschützen Leuterschach mit einem 25,5-Teiler. Dazu der Salutzug Kaufkirchen. Nun begrüße ich unseren neuen Landesschützenkönig mit der Luftpistole, Herr Peter Hohenester vom Schützenverein Heimenkirch mit einem 31,7-Teiler. Unsere neuen Landesschützenkönigin wünsche ich jedenfalls eine gelungene Regentschaft. Eure Aufgabe darf nicht unterschätzt werden, denn ihr verkörpert unser Schützenwesen in der Öffentlichkeit. Ihr repräsentiert unsere Schützenkultur. Ihr steht mit persönlicher Überzeugungskraft dafür ein, dass unser Schützenwesen dort bleibt, wo es hingehört, mitten in der Gesellschaft. Liebe Schützinnen, liebe Schützen, ich darf Sie ganz herzlich hier als Münchner Bürgermeisterin vor der Bavaria begrüßen. Und mich freut es ganz besonders, dass die Wiesn des Oktoberfests dieses Jahr wieder stattfinden konnte. Und zur Tradition dieses Oktoberfests gehört es am letzten Wiesentag, dass wir hier vor der Bavaria unsere Landesschützenkönige ausrufen. Mit großer Freude begrüße ich unseren Landesschützenkönig Traditionswaffen, Hannes Ort von der unterfränkischen SG Fortuna Röttingen mit einem 616,8-Teiler auf der Königsscheibe. Mit dem Oktoberfest Landesschießen ist auch das Oktoberfest Armbrust Landesschießen zum immateriellen Kulturerbe Bayerns erklärt worden. Schützen und Armbrustschützen, gemeinsam leben wir die Tradition unserer Heimat und gemeinsam prägen wir die Wiesen mit. Ich begrüße den neuen bayerischen Landesschützenkönig in der Armbrust, Simon Schormeier von der Armbrustschützengilde Fähnlein Rechberg Minnelheim, und ihm zu Ehren einen Salut. Salutzug Kirchheim. Ich begrüße Christian Becherer von der Gebirgsschützenkompanie Garmisch mit einem 171-Teiler. Ihm zu Ehren eine Salve. Welches Musikstück könnte besser für Staat und Politik in Bayern stehen als der bayerische Defiliermarsch? Ihn werden wir nun hören. Den Taktstock übernimmt Herr Abgeordneter Berthold Rüth. Doch irgendwann geht jedes Fest auch zu Ende. Das Abböllern der Wiesen beendet traditionell das Oktoberfest Landesschießen und das Oktoberfest im Ganzen. Der gemeinsame Salut aller Böller und Salutschützen ist zugleich ein Dank an alle, die am größten Freischießen der Welt teilgenommen haben. Vor allem ist sie aber auch Vorfreude fürs nächste Jahr. In diesem Sinne, Böller und Salutschützen, beendet mit diesem letzten Schuss unser Oktoberfest Landesschießen und die Wiesn 2022. Achtung, Böllerschützen und Salutzüge. Böller auf!